Punkt 10 Uhr. Let's go, let's go, let's go. I'm ready in a bit. So, dann lasst uns anfangen. Heute gehen wir richtig in die Vollen, schwitzen, wir lassen die Lunge brennen, wir lassen die Muskeln brennen. Denn heute packen wir mal alles, was anstrengend ist, richtig schön zusammen. Und zwar werden wir in Speedlines arbeiten, wir werden im Intervall arbeiten und wir werden ordentliche Minuten am Stück arbeiten, ganz zum Schluss dann noch mit Hanteln. Die muss ich dann noch ganz schnell holen. Ja, jedenfalls wird es ordentlich anstrengend und wir werden richtig schön schwitzen. Und dann haben wir den zweiten Tag der Woche doch ordentlich eingeläutet und dann mag kommen, was da will. Für die nächsten Tage oder für heute steht da noch eine große Entscheidung an, wie das ganze Thema Lockdown weitergeht. Es steht zu befürchten, dass es nicht weniger wird, sondern die Maßnahmen verschärft werden und wir noch mehr zu Hause hängen müssen. Wir hoffen, wir können euch immer wieder einen kleinen Anreiz geben, euch ein bisschen zu bewegen und die müden Knochen so ein bisschen in Ballung zu bringen. So, genau damit wollen wir jetzt anfangen und entsprechend weitermachen. Wir starten mit einer kleinen Erwärmung. Natürlich gehen wir erst einmal schön in die Sumo-Hocke und drücken mit den Ellenbogen die Knie auseinander. Versuchen erstmal so weit es geht alles mobil zu machen. Jetzt geht es in den 90-90-Sitz. So, wir drehen uns erstmal zum linken Bein. Das linke Knie ist nach außen gelegt und dann wechseln wir einmal schön durch. Wer möchte, kann abstützen. Oberkörper schön senkrecht zur Hüfte. Und wir wechseln gleich nochmal durch. Ja, schön wieder die Position einnehmen. Sehr gut. Dann die Füße aufstellen. Jeweils immer ein Knie nach innen legen. Oberkörper schön senkrecht. Schön durchwechseln. Sehr gut. Dann gleich nochmal die Brustwirbelsäule aktivieren, mobilisieren. Wir legen uns auf die linke Seite. Das rechte Bein geht über das linke Bein angewinkelt. Wir drehen uns zur linken Seite und ziehen mit den Daumen einen schönen Kreis, so, das Ganze dreimal pro Seite, dann durchwechseln, weil es ja auf jeder Seite mobilisiert werden soll. Sehr schön, dann werden wir mal ein bisschen aktiver, dribbeln erstmal locker an. Linken Arm vorwärts kreisen. Wer möchte, kann dabei weiter dribbeln. Wechsel auf rechts. Links rückwärts. Rechts. Dann zehnmal die Führungshand gerade schlagen. Ich sag's euch am besten an. Dann haben wir einen ordentlichen Rhythmus. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Schlaghand. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, dann das linke Bein anziehen und mit der rechten Hand den linken Hacken berühren und umgekehrt. Wer möchte, kann auf den Boden klatschen. Da haben die Nachbarn noch ein bisschen was von eurem Training. So, dann Kampfstellung und wir schlagen die Führungshand als Aufwärtshaken zum Kopf 10 Mal. Fertig werden. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wechsel auf die Schlaghand. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, wir drehen uns dann immer vorsichtig ein, nicht so ruckartig. Schön seitlich eindrehen, Füße bleiben stehen. Dann der Toe-Chest-Tipp, einmal runter zu den Zehen und hoch zur Brust. Die Füße arbeiten unten ein bisschen mit. Ja, das ist so richtig was für die Gorilla unter uns. So, dann geht's weiter mit den Seitwärtshaken der Führungshand. Wir zählen wieder runter von 3 auf 1. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schlaghandseite. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, dann gehen wir einmal alles durch. 10 geraden, Führungshand, Schlaghand immer im Wechsel, hintereinander weg. Also fertig werden und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aufwärtshacken. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aufschütteln, Seitwärtshaken. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut. Dann gehen wir noch ein paar Slips. Slip Schlaghandseite, Slip Führungshandseite. Immer schön im Wechsel. 5 pro Seite, also wir gehen zuerst zur Schlaghandseite, dann zur Führungshandseite, auf der Führungshandseite wird gezählt. Fertig werden und auf geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gut. So, dann gehen wir nochmal in den Duck und in den Leanback. Beim Leanback wird gezählt. Fertig werden. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr gut. So, dann fangen wir mal langsam an mit der Quälerei. Runde 1, die Speedlines. Wir starten mit
vor, zurück, links, rechts oder eben rechts, links. Also immer wieder schön im Winkel, ja? Also pom, 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 pom. Wieder zurück, zur Seite, zur Mitte, vor, zurück. So, das machen wir dann immer wieder schön im Wechsel. Wir starten mit 20 Sekunden Speedlights. Danach gibt es dann 20 Sekunden locker Schattenboxen. Das spielen wir dann 3 Minuten lang. Okay, soweit verstanden? Ich hoffe. Ich gehe kurz und schnell raus und starte den Timer. Ihr könnt euch schon mal ein bisschen Platz schaffen, wenn ihr noch nicht genügend habt. So 2, 3 Schritte vor, zurück und zur Seite sollten hinzubekommen sein. Bis gleich! Seite, zurück, Mitte und auf geht's. Noch 5 Sekunden, schön Gas geben. Und Shuttle boxen. Oh, locker, schön boxen. Alles mit reinnehmen. In 5 Sekunden geht es schon wieder weiter mit den Speedlines. 2, 1, Feuer! Noch 10! Und Shuttlebuchse! Fertig und fort. Mal die Richtung wechseln, ja. Und Schlatterboxen. Schatterboxen. Anstrengend. Fertig werden. 5 Sekunden geht schon wieder los. Und auf geht's. So, in der nächsten Runde geht's dann weiter mit Intervall. 30 Sekunden dribbeln und schlagen, 15 Sekunden Pause. Das letzte Intervall, dann 15 Sekunden. Sonst kommen wir mit den 3 Minuten nicht hin. So, ich sag euch jetzt an,
Wie immer, macht, was der Trainer sagt, dann kann euch nichts geschehen. So, fertig können. Dribbeln und schlagen auf der Stelle, so schnell wie es geht. Und Feuer, 30 Sekunden, komm, Tempo, 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 Tempo. Fertig werden! Feuer! Verdeck! Fuck! Fünfzehn! Tabu, 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 tabu! Ich habe mich verrechnet. In 5 Sekunden geht's los. Dafür gibt es dann 1 Minute und 15 Sekunden Pause danach. Fertig. Feuer! Tempo, Tempo, Tempo! Noch 15! Wenn es klingelt, gibt es noch 1 Minute Pause. So, 1 Minute Pause noch, schön atmen, schön trinken. Dann geht's in die nächsten Speedlines, diesmal nur seitlich. Nach rechts, nach links, immer hin und zurück, dabei schön schlagen. Das Ganze natürlich wieder für 20 Sekunden. Dann wieder 20 Sekunden Schattenboxen und das spielen wir 3 Minuten lang. Wir brauchen einen Schluck Wasser. So, bin gleich wieder bei euch. In 20 Sekunden geht's los mit den Speedlines. Fertig werden! Nur seitlich! Pass auf, dass die Füße nicht zusammenkommen und auf geht's! Ja, an 2, 3 Schritte sollten es sein! Je mehr, je besser! Noch 5 Sekunden! Schattenboxen! Schön locker, aktive Erholung. Fertig und Feuer!
5 Sekunden noch! Shuttlebuchse. Fertig. Und go! Boxe. Fertig. Feuer. Schattenbuchse. Fertig. Und go. Letzte 20, komm. Da eine Minute Pause. So, nächste Runde. Intervall. 4x30. 30 Sekunden. Dribbeln bei geschlossener Deckung. Ja, schön schnell dribbeln. Ganz kurze Bodenkontakte nur. Ha! Und dann 15 Sekunden passive Pause. In 10 Sekunden legen wir wieder los. Fertig werden. Und auf geht's. Ganz schnell, so schnell ihr könnt. Noch 15 Sekunden. Oh ja, ich fange an zu schwitzen. Huhuhu. Noch 5. Zeit. Kurze Pause. Fertig werden. Oh, go. Und komm, 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 komm! Fünfzehn. Zehn. Fünf. Komm, komm! Zeit! Fertig. Go, schöne Vorletzte. Tempo, 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 nicht nachlassen. Nur 15 Sekunden. Zehn.
5. Zeit. Letzte. Dann 1 Minute 15 Sekunden Pause. Fertig werden. Und go. Komm, 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 komm. 15. 5, komm! Zeit. Puh. Jetzt lange Pause. 1:15. Ich trinke mal was. Dann die letzten Speedlines. Jetzt für 20 Sekunden vor, zurück. 3, 4, 5 Schritte. Dann 20 Sekunden aktiv erholen in Form von Freestyle Shuttleboxen. Und das spielen wir ein letztes Mal. 3 Minuten. 3 Minutas. 3 Minutas. So. Schön aufschütteln, Luft holen. In 10 Sekunden legen wir los. Die letzten Speedlines. Fertig. Und los geht's. Noch 10 Sekunden. 5. Shuttleboxen. Oh. Jetzt werden die Beinchen aber schwer. Pop, 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 pop. Fertig und Feuer. Komm, 10 Sekunden noch! Shuttleboxen! Fertig! Fast! Die letzten 2 Speedlines. Fertig. Und go! Komm! 5 Sekunden noch! Shutterboxen. Noch einmal Speedline. Fertig, die letzten. Und go! Yeah.
Wasser! Hey, Pascal, bist du noch dabei? Komm, schick einen Daumen hoch! So, in der nächsten Runde geht es dann weiter mit 4x 30 Sekunden im Stand schlagen. Im Stand, fester Stand, schnelle Fäuste, 15 Sekunden Pause. Das Ganze 4x. Oh. So, 5 Sekunden legen wir los. Auf geht's! Feuer, 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 Feuer! Noch 15 Sekunden! Ausschütteln. Noch dreimal. Langsam fertig. Und Feuer! Zweimal. Fertig. Feuer! Fertig, letzte und Feuer! Komm, 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 komm! Komm, 15! 10! Pause. Schön Schluck trinken. Holt euch ein paar Gewichte. Wenn ihr irgendwo was habt. Zur Not gingen auch zwei relativ schwere und gleich schwere Kartoffeln. Das ist immerhin besser als nix. So. Mal kurz mal den Timer aus. Und guck mal nach euch. Schickt mir einen kurzen Kommentar, wie es euch geht. Wer noch dabei ist, einen Daumen hoch. So, in den nächsten 10 Minuten arbeiten wir am Stück. Das heißt, es wird jetzt keine
Pausen mehr geben. Minute 1. Starten wir mit Dribbeln und gerade schlagen. Eine Minute lang. Ja, das ist jetzt der längste Zeitabschnitt, in dem wir arbeiten, in dem wir nur eine Art und Weise der Bewegung ausführen. Deshalb wählt eine moderate Frequenz, so dass ihr tatsächlich eine Minute durchhaltet. Danach dann für 30 Sekunden Arme in Seithalteübung, die Fäuste drehen 180 Grad und die Arme bewegen sich zusammen und auseinander. Dabei schön darauf achten, dass ihr leicht in den Knien steht und wenn die Arme nach vorne kommen, dass der Oberkörper nicht nach hinten geht. Dann 30 Sekunden Mitte hoch runter bis zur waagerechten Seite hoch runter bis zur waagerechten. Dann eine Minute lang. Wechselschritt und schlagen. So, und dann eine Minute lang locker Freestyle Schattenboxen. Eigentlich kann ich das über den Timer timen, dafür sei er da. Deshalb bin ich gleich wieder draußen und gleich wieder hier, um dann entsprechend mit euch zusammenarbeiten zu können. Wie gesagt, los geht's mit Dribbeln und gerade schlagen. Und bitte nur gerade schlagen. Trink nochmal einen Schluck. Ein bisschen Zeit habt ihr noch, während ich die Uhr anschmeiß. So, dann langsam fertig werden für Dribbeln und gerade schlagen. Auf geht's! Dribbeln, gerade schlagen, schön lang raus die Arme und hier bin ich schon für euch. Los geht's, 10 Sekunden habe ich verpasst, die arbeite ich nachher nach. Schön durchhalten, noch 30 Sekunden. Hoho. Ja, er brennt ja ordentlich in den Schultern jetzt. Super. 10. 10. Und Halteübung. Auf geht's. Jetzt ganz wichtig. Schön gleichmäßig atmen. Noch 10 Sekunden. Und Mitte Seite. Nur die Arme arbeiten, Oberkörper still. Nicht so ruckartig, dann zieht er nur aus dem Rücken. Wirklich schön gleichmäßig aus den Armen ziehen. Noch 10 Sekunden, dann Wechselschritt gerade schlagen. Auf geht's, Wechselschritt gerade schlagen. Beide Füße setzen schön auf, gleichmäßig, gleichzeitig. Noch 30 Sekunden. Noch 20, dann Hantel weglegen und Schattenboxen.
Noch 10. Und Schatterboxe. Da ist das Signal. Eine Minute lang. Dann in der nächsten Runde eine Minute lang aufwärtshaken, dribbeln dabei, dann wieder 30 Sekunden Halteübung und dann wieder 30 Sekunden Mitte Seite, dann Wechselschritt und aufwärtshaken für eine Minute, dann wieder Schattenboxen. Halten auf, dribbeln und aufwärtshaken schlagen. Ja, das ist wesentlich angenehmer als die Geraden. Noch 30. Zehn. Und halte Übung. Ausgangsposition und los geht's. Ja, sehr schön. Noch 15 Sekunden. 10. 5. Und Mitte Seite. Noch 5 Sekunden, dann Wechselschritt und Aufwärtshaken. Und auf geht's. Noch 30 Sekunden. Fünfzehn. Zehn. Fünf. Und Handeln ablegen. Freestyle Schatterboxen. So, dann nächste Runde. Wieder mithalten. Ihr ahnt es und unterbricht damit. Dribbeln und seitwärtshaken. Für eine Minute 30 Sekunden Halteübung. 30 Sekunden Mitte-Seite.
eine Minute Wechselschritt und Seitwärts hacken. Dann wieder eine Minute Schattenboxen. Und auf geht's. Handeln auf, dribbeln und Seitwärts hacken. Und Halteübung, auf geht's. Noch 5 Sekunden. Und Mitte Seite. Noch 10 Sekunden. Wechselschritt, seitwärts hacken. Zehn. Schattenboxen. So, dann letzte Runde. Geht's los mit, ach ne, wir sind ja schon durch, sehr gut, so schnell geht das, nur noch Schattenboxen, dann haben wir's. Noch 20 Sekunden, locker Schattenboxen. So, ich mach kurz die Uhr aus und dann nur noch Stretching. Weg. So, jetzt versucht mal mit
euren Händen an den Beinen so weit wie möglich an den gestreckten Beinen nach unten zu kommen. Schön durchgerückt lassen. Wieder hoch. Nochmal. Rücken schön gerade lassen, möglichst einmal noch. Sehr gut. Dann hockt euch. Dann versucht so weit wie möglich das Gesäß hinten abzusetzen. Und wenn das noch geht, versucht so weit wie möglich euch nach hinten zu legen. Sehr gut. Dann den rechten Arm waagerecht gestreckt vor den Brustkorb legen. Die linke Hand drückt ins Ellenbogengelenk. Wechsel. Lösen mit der rechten Hand von oben auf die Wirbelsäule, greifen mit der linken Hand den rechten Ellenbogen greifen und vorsichtig ziehen. Wechsel. Langsam lösen, Schulterkreisen vorwärts, rückwärts. Und das soll es für heute früh gewesen sein. Heute Abend bin ich nochmal dran. Diesmal unterstützt mich aber noch der Marc. Deshalb sind wir zu zweit. Und dann lassen wir uns bis dahin noch was Schönes für euch einfallen. Bis dann, macht es gut.